Hallihallo YouTube und herzlich willkommen bei Knockover Gaming. Hier ist wieder euer Homie für euch und heute gibt es ein Suchen und Zerstören auf der Map Carbon mit der MP5 Schallgedämpft als Secondary P99 mit erweiterten Magazinen. Dazu Blenderüberwacher, Attentäter und Totenstille, natürlich alles im Pro. Und dann auf der 3 die Drohne, auf der 4 die Vorräte und auf der 5 die Predator, weil wir eben Suchen und Zerstören spielen. Da spiele ich immer so niedrige Abschüsse ein. So, was gibt's heute? Ich zeige euch heute bis zu einem gewissen Punkt meiner Meinung nach das perfekte Suche- und Zerstören-Spiel. Also es geht hier schon mal los, ne? Wir sind Verteidiger, wir starten als Verteidiger hier erstmal rein. Das ist immer so mein Verteidiger-Spot hier. Hier gehe ich rein, um den einen Punkt praktisch abzudecken. Und das klappt, wie ihr seht, ganz gut. Meistens, also ich sag mal in 95% der Fälle klappt das wunderbar. So, meine anderen Teamkameraden haben sich entweder aufgemacht zu A oder sind wie die zwei, die da oben sind jetzt, da hochgerusht und sterben plötzlich. So. Jetzt, ja, bleibe ich erstmal hier, einfach um abzuwarten, was die zwei letzten Überlebenden praktisch vorhaben. Somit, ne, ist ja irgendwo logisch, wenn man ein bisschen überlegt, habe ich zumindest diesen einen Bombspot hier abgedeckt. Und wenn die am anderen planten, sehe ich es ja sowieso, also weiß ich, da muss ich ja mal hin. Und zwar schnell, um zu defusen, um die Runde zu gewinnen. So, alles noch kein Problem. Also wie gesagt, ihr merkt dann schon, wenn das perfekte Suchen- und Zerstören-Spiel vorbei ist, weil es ist knapp 12 Minuten lang, das Video, also könnte es keine 4:0 Bash-Runde werden, ne? Das wäre ein bisschen zu lang. So, also, er hat A geblendet und hier habe ich richtig Schwein gehabt, dass ich den noch gesehen habe. Und wie gesagt, wenn er abblendet, dann weiß ich, da muss ich hin und da wird ja der Letzte dann wohl irgendwo dort sein, um die Bombe zu defen. Ich meine, wer macht das nicht, ne? Keiner blendet die Bombe. Und rennt dann irgendwo anders hin. Merkt euch diese Worte bitte. Ich komme dann nochmal drauf zurück. So, hier eine kleine Fail-Granate von mir. Auch noch alles kein Thema. Und da ist ja der Letzte. Super, den habe ich wunderbar geholt. Und zack, wird sich ans Diffusen gemacht. So, erste Runde. Wunderbar, 1:0 für K.O. Besser kann es gar nicht laufen. So, nun muss gesagt werden. Oder nee, da komme ich später dann noch dazu. Weil, wie gesagt, es ist nur bis zu einem gewissen Punkt das perfekte Suchen- und Zerstören-Spiel. Und somit startet die zweite Runde. Komplette Killstreak in der ersten durchgebracht. Das ist immer sehr schön, wenn man sich dann in der zweiten Runde schon so komplett entfalten kann mit seinen Killstreaks. Und wie gesagt, wenn man wirklich auch im Suchen und Zerstören da ein bisschen was macht, ne? Ich meine so Bombe planten, Bombe diffusen zum Beispiel. Ihr habt es gesehen, ich habe 4 Kills gemacht, habe die Bombe noch diffused und pritsch, hatte ich die 5er Killstreak. Also es ist ein kleines Appell an euch auch, Objective zu spielen in Suchen und Zerstören. Alle, die behaupten, hier Plant ist gleich Lose und Planten ist für Low Noobs und blablabla, die haben alle keine Ahnung von dem Game, ganz ehrlich. Weil im Suchen und Zerstören kommt es halt auf die Kills an, es kommt drauf an, mit seinem Team zu gewinnen. Und man gewinnt, wenn man Objective spielt, die Bombspots verteidigt oder eben auch die Bomben plantet. Und das dann als Team gewinnt zusammen. Natürlich kann man das auch über Kills machen. Aber meistens ist das nicht sehr erfolgreich. Meiner Meinung nach. So, hier, super. Zweite Runde auch vorbei. Ich nochmals den letzten Kill gemacht. Mit so einer ekligen goldenen Scar aufgehoben. Ich mag keine goldenen Waffen, muss ich dazu sagen. Wie sagt der Arrow of Pain immer, goldene Waffen sind für Zuhälter und Diktatoren. Und da wir keins von beiden sind, tja, Pech gehabt. So, dritte Runde geht auch noch los. Super, 2:0 läuft immer noch Bombe, das Game. Das läuft immer noch wunderbar. Hier den auch wieder schön geholt und die nächste UAV erobert. So, die wird natürlich gleich mal rausgehauen. Ich helfe ja meinem Team, ich bin ja ein Teamplayer. Hier das Radar hingepackt, das Tragbare. Und dann ein bisschen umgeguckt. Jetzt holen wir die Predator raus. Gut, ich sag mal, jetzt kann man Pech haben hier, ne? Das war Pech, dass der natürlich da hier so ein Trophy-System stehen gehabt hat. Da kann man nicht drinstecken. Das kann passieren, aber ich hab's, wie gesagt, halt auch mit gesehen. Das hat mich in der Situation ein bisschen angekotzt, weil das wäre halt locker noch ein 100%iger Kill gewesen. Und hier, ihr seht's, die nächsten Vorräte. Und dann ist es auch schon nur noch einer. Und hier hatte ich auch ein bisschen Glück, muss ich sagen. Aber, wie gesagt, deswegen spielen wir auch jetzt schon recht lang Call of Duty. Da entwickelt man halt solche Reflexe, wenn man angeschossen wird, so umzudrehen und, ja. So. Bis hierhin auch noch ein perfektes Suchen- und Zerstören-Spiel. Wie ich finde, das ist alles meine Meinung. Ne? Wer es anders sieht, der kann es gern anders sehen. Aber bitte benehmt euch, Leute.
Es wird nicht geflamed und nicht blablabla und beleidigt und so weiter und so fort. So. Weil das kann man auch alles ordentlich tun, seine Meinung kundtun. Also, hier wieder die Predator. Weil es der Rundenbeginn ist, ich dachte ja, da oben ziehe ich doch noch auf den. Und dann hat er da schon wieder so ein, hier, wisst schon, Trophy-System, ne? Gut. Scheißegal, dachte ich mir, wir liegen 3-0 vorn. Wir liegen 3-0 vorn, sagst du dir, ne, bei sowas. Und dann, jetzt geht nämlich die Problematik los, denn jetzt wird es kein perfektes Suchen- und Zerstören-Spiel mehr. Ein perfektes 4-0 mit einer schönen Teamleistung. Unser Team denkt sich aber jetzt, hey, wir liegen 3-0 vorn, was soll uns da großartig noch passieren, ne? Also, was passiert dann? Richtig, man wird unachtsam, unkonzentriert. Guckt einfach bitte auf die Karte. Headshot hat die Bombe geplantet und erinnert euch bitte an die Worte von vorhin. Wer plantet die Bombe und geht dann woanders hin? Nur mal aufpassen. Und jetzt Facebook, hör doch mal auf. Ne? Und was passiert? Ja, wir planten die Bombe und gehen woanders hin. Definitiv den Bombspot und die defusen. Ja, sowas ist fahrlässig, unkonzentriert, man ist sich zu sicher und dann passiert sowas. Das schleicht sich dann in das komplette Team ein, ins komplette Team. Deswegen sage ich, das ist ein Teamsport und kein Einzelgängersport. Auch wenn immer wieder viele sagen, aber ich will ja Kills machen und so. Scheißegal, Kills. Das ist wie Battlefield, Leute. Kills können wir machen im TDM, im Herrschaft, den ganzen Noob-Modis, aber nicht in Suchen und Zerstören. Da kommt es wirklich auf Teamleistung an. So, wir haben die Runde verloren, dachten ja, 3-1 ist immer noch in Ordnung. Kann man noch, ne? 3-1, okay, 3-1 gewinnst du halt öfters mal. Ja, denkst du dir halt so. Gut, weiter geht's. Hier wieder schön die Bombe geplantet, dafür die UAV kassiert und gleich wieder rausgehauen. So, zwei Mann noch. Siehst du beide auf der UAV? Und dann macht er die kaputt. Das ist natürlich auch Pech, das kann passieren. So, und dann kommt der da rein. Und dann hast du jetzt hier auch in der Situation noch Pech. Du holst dir den da vorn und dann übersiehst du den, weil der so dreckig von hinten kommt. Okay, es waren doch keine zwei Mann mehr, bloß es waren noch ein paar mehr, aber gut. Zwei Mann haben wir auf der Drohne gesehen. Gut, das ist Pech, ja. Das kann passieren, was jetzt hier gerade passiert ist. Und jetzt 3 zu 2. Ich meine, es ist relativ unwahrscheinlich, dass man einen 3 zu 0 Rückstand in einen 4 zu 3 Sieg umwandelt. Aber irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo du dir im Gameplay sagst, oh Mann, zwei Runden jetzt nacheinander verloren, ne? Es ist nimmer weit bis zum 3 zu 4 Lose. Und dann wird man ja, wenn man das Wett ein bisschen im Griff hat, noch aufgeregter. Ich will jetzt sagen, noch aufgeregter, aber unvorsichtiger. Man rusht schneller vor, man wird nervöser. Man guckt nicht mehr so genau in Ecken und so weiter und so fort. Und dann passieren noch mehr Fehler. Und so ging es uns in diesem Game gerade hier, in dem Gameplay. War irgendwie echt bis zum 3 zu 0 lief es perfekt und dann war irgendwie der Wurm drin. Man kann es einfach nicht anders sagen. So, hier wieder UAV angemacht, den das sehe ich. Okay, den hole ich auch, wunderbar. Und wie gesagt, dann hat man ja natürlich noch das Problem an manchen Tagen, dass man, wenn man Public spielt, und da lacht die Claymore drunter, das ist ja wohl das Noobhafteste, was geht, oder? Dass an manchen Tagen, wo man spielt hier, mit solchen Random Bobs zusammenspielt, wie mit dem Public Noobs, sogenannte, ne? Ich meine, es kann jeder mal einen Scheiß-Tag haben oder so, aber irgendwie habe ich immer. Kennt ihr das Bild, wo das heißt, every fucking game, Gegnerteam, die übelsten Pro-Skiller Japaner, mein Team nur Affen? Außer die KO-Mitglieder denke ich das nämlich immer so, weil wir immer die Low-Bobs bekommen. Das Gegnerteam bekommt immer die guten Spieler und wir immer die Noobs. Hier, der sprayt sich hier den Arsch ab, ey. Das kann man sich nicht mit angucken, ey. Und jetzt hier, das ist ja wohl, das ist das Allerschlimmste. Der flasht den da, schießt dann mit diesem RPG daneben, trifft den nicht und stirbt, ja. Also, ohne Worte, da fällt mir nichts ein. Wer so schlecht ist wie der hat es einfach verdient, abgeschossen zu werden. Ganz einfach. So, und dann plötzlich steht es 3-3. Und jetzt gehst du ganz, ganz, ganz nervös in diese vierte und entscheidende Runde, ne? Ja, das tust du. Okay, ich will jetzt sagen, wirklich nervös, aber
Jetzt sagen wieder manche, hey Leute, es ist nur ein Spiel. Ja, es ist nur ein Spiel, das ist uns bewusst, aber wir spielen halt dieses Spiel, um zu gewinnen. So, und wir sind ja zufrieden mit einem Lose. Fertig aus. Nehmt das so hin. Wir machen das halt, wir versuchen das zu gewinnen. Und bam, fertig aus. So, und ab jetzt wird es eigentlich wieder ein gutes Spiel, will ich mal sagen. Ja, unsere Teammates, zwei sind aber schon weg. Ja, gut, ja, jetzt ist noch einer weg. Es war jetzt dann zum Schluss wieder ganz in Ordnung. Also ich weiß nicht, wenn man dann wirklich wieder konzentriert in diese Sache reingeht, ja, für alle, die jetzt nicht sagen, ne, das ist nur ein Game und blablabla, ihr scheiß Zocker, ihr sucht dies, ja, blablabla, wirklich versucht immer im Suchen und Zerstören oder generell in jedem anderen Spiel ruhig zu bleiben, egal in was für eine Situation ihr kommt. Oh, was war das jetzt für ein Lag? Keine Ahnung, gut. Und selbst wenn ihr mal verliert, es ist, ne, es ist nur ein Spiel, aber trotzdem den Willen haben zu gewinnen, das will ich euch eigentlich auf den Weg geben. Und auch wenn ihr 3-0 hinten liegt, wir gewinnen auch Spiele mit 4-3, wo wir 0-3 hinten lagen. Und da muss man dann halt einfach mal die Eier zusammenkneifen, nee, die Arschbacken zusammenkneifen und die Eier frei baumeln lassen, so wollte ich sagen und nicht andersrum. Und ja, ne? Sich konzentrieren, ruhig an die Sache rangehen und dann passt es auch. Und dann wird hier noch schön defused. Und damit endet dann dieses Gameplay mit 4-3 für uns. Und ich will mich wirklich nicht selber loben, aber es war eine geile Runde von mir, muss ich sagen. Also ich war in der Runde zufrieden, bis auf das wir 4-3 bloß gewonnen haben. Aber naja, das war's jetzt für mich an dieser Stelle. Ich sage bis zum nächsten Mal, euer Homie.